Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins Fahrer Logistik Väterteil. Noch mehr über Puffer. Was hatten wir letztes Mal gemacht? Kleine Produktion, Kupfer, Kabel, Kabel ablegen, Kabel, Eisen, grüne Partien in Kiste ablegen. Und diesmal haben wir die Steuerungslogik nur mit drei Kombinatoren gemacht. Und da die Lämpchen je nach Stellung natürlich bedeuten, ich bin leer, ich werde gefüllt, viel zu kompliziert, einfache Ampelsteuerung. Ich habe das Signalnetz von der vorherigen Fabrik oder von den vorherigen Teilen mal komplett getrennt. Wir haben ja schon gelernt, die Signale irritieren sich gegenseitig, weil wir nur Pegel auf den Leitungen haben. Das kann ich über Kombinatoren machen, die die Signale einfach weiterreichen, aber nur in eine Richtung wie eine Diode. Gut, was habe ich hier vorbereitet? Hier möchten rote Partien produzieren. Wer hätte das gedacht? Da oben wieder rote Signalkabel, grüne Signalkabel, Kunststoffstangen sind schon da. Gut, holen wir uns noch die entsprechenden Kabel dazu. Das heißt, wir machen eine Kopie. Das heißt, wir haben jetzt Geister aufgebaut. Geister hat den Vorteil, ich muss jetzt nur die Dinge genauso hinstellen, wie sie hier stehen. Eins, zack, 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 zack. Der muss andersrum stehen. Der muss nach unten zeigen. Und fertig. Dann muss ich noch dafür sorgen, dass ein Lämpchen da ist. Und ich muss noch einen Kombinator reinstellen. Ausgang auf Kombinator, auf Lämpchen und ist rot. Fertig. Hat wunderbar funktioniert. Brauchen wir Kunststoff? Nee, wir brauchen ja Kabel. Also, umstellen auf Kabel. Kabel. Das ist ein bisschen nervig. Aber eigentlich nur eine Fleißarbeit. Hat ja mit Intelligenz nichts zu tun, dass man einfach alles mal einmal anklickt und was einstellt. Da müssen wir der Kiste noch sagen, von wo sie gesteuert wird. Und dem Greifer müssen wir sagen, hör mal, du arbeitest aber bitte nur, wenn Kupfer gefordert wird. Kommt die Kupfer raus, Kupfer wird gefordert. Ja, 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 alles wunderbar. Müssen wir das Ergebnis, unser Rechenergebnis, kommt Kupfer raus, auch auf den unserer Signalleitung legen. Klick. Kupfer wird geliefert, eingelagert. Super. Warum produzieren wir nicht? Ganz einfach, eine Kiste ist genug drin. Klick und los geht's. Wunderbar. Genau wie geplant. Brauchen wir nicht weiter darüber nachdenken. Ah, jetzt ist die Kiste, hat genug drin. Der Greifer greift nichts mehr. Wie geplant, schicke ich hier oben in die Kiste rein. Fertig. Macht die Sache etwas leichter. Dieses nervige alles umklickern kann man etwas vereinfachen. Ich sage, ich beobachte die Kiste wieder, ich will Kupfer haben, ich will Platinen haben, ne? Mache aber S und R, aber ich benutze ja sowieso schon hier Kombinatoren, um die Signale voneinander zu trennen. Was mache ich also dann? Einfach einen Kombinator hingestellt. Angeschlossen. Angeschlossen. Und dann sage ich eben immer, wenn SS war setzen des Flipflops. Erinnern wir uns. Ausgang. Und ich soll dann, er soll sagen, er möchte Platinen haben. Tatsächlich geht's los. Sogar gemischt, da unten wird gerade noch Kupfer verarbeitet. Platinen werden eingelagert. Wunderbar. Jetzt wollen wir da noch einen Überschuss reinstecken. Hat ausgezeichnet funktioniert. Erinnern uns, immer probieren, nie glauben, ich habe es doch geklickt, Glitschern funktionieren. Man macht zu schnell Fehlerchen, also kontrolliert man alles. Und hier sagen wir wieder S, größer 0, dann soll bitte nur eine 1 geliefert werden, und zwar mit dem Signal Kupfer. Kabel, Kupferkabel so rausnehmen. Jawohl, er liefert. Wunderbar. Das Ganze machen wir natürlich jetzt hier auf dieser Seite auch. Grüne Kabel herstellen. Grüne Kabel herstellen. Und meine Greifer sollen dann greifen,
Wenn nichts da, S ist wieder das Signal. Und hier ist S das Signal. Wo muss man rein? Ja, S größer 0. Das hat man schon so eingestellt. Und jetzt müssen wir noch sagen, welche Kiste wir beobachten wollen. Zack, zack. Das machen wir hier auch. Zack, zack. Und das müsste schon gewesen sein. Warum geht es nicht? Ja, das Material liegt an dieser Kiste. Das muss ich noch schnell rüberreichen. Oh, ich habe da jetzt momentan keinen passenden Greifer mehr. Ich klaue mir drüben mal ein. Ich kann mir ja gleich noch neue besorgen machen. Habe ich jetzt kurzfristig keine Lust drauf. Nehmen wir den rüber. Jawohl, und die Maschinen fangen an zu arbeiten. Ganz ausgezeichnet. Genauso wie wir uns das gedacht haben. Ah, ja. Puffer wird gerade leer gefahren. Wieder auf Rot. Ich brauche neues Material. Da kommt sowohl Kabel als auch grüne Platinen. Genauso wie man sich das vorstellt. Und irgendwann haben wir grüne Platinen verbraucht, dann werden noch mal A-Puffer füllt sich, wieder grün, wird nicht mehr angefordert. Man sieht, es geht immer schön hin und her und läuft alles von selbst. Wunderbar. Eine Kleinigkeit können wir jetzt noch optimieren oder verbessern, einfacher machen. Das ist die Sache mit den Grenzen. Die müssen immer hier eingestellt werden und zweimal. Das kostet schon echt Nerven. Was mache ich also dann? Ich sage, der Kombinator ist sowieso schon da. Also kann der Kombinator sagen, obere Grenze sagen wir mal 50. Und untere Grenze soll sein 25. Und dann sage ich ihm, muss ich das Signal, was ich hier habe, natürlich auch diesen Kombinator geben. Ich darf nicht grün nehmen, weil grün ist ja jetzt schon das Signal, was die Kisten hier anschließt. Keine Signalverwirrung erzeugen, also nehme ich einfach das rote Kabel und sage, rotes Kabel da dran und da dran. Fertig. Und dann sage ich, wenn du kleiner als unten bist, dann setzen. Und dem sage ich, wenn du größer als oben bist und setzen. Ausprobieren. Klack, weg sind sie. Produktion läuft. Fertig. Gut. Das war's. Und ich freue mich, euch im nächsten Teil zu zeigen, wie man diese Kniffe noch besser und effizienter steuern kann. Bis dann.